Du sollst noch jemanden nachmachen. Ich soll noch jemanden nachmachen? Nein. Ja, kannst das du noch ist immer das Schlimmste. Mach mal einen Gunnar Lacher wenigstens. Nein, das ist... Komm, ich kenne doch deine besten Dinger. Das ist ja fantastisch. Ein Schreck, aber das ist mittlerweile auch schon so ein bisschen. Das ist auch Parodien mit Ansage. Ja, tanz, kleiner Junge, tanz. Schröckert, kannst du auch? Ja, aber wir müssen jetzt nicht alle Parodien durchgehen, oder? Du kannst oder? Auch, mach auch mal. Nee, meine habe ich ja schon tausendmal gemacht. Ich kann auch nur, aber mehr kann ich nicht. Ich wollte es nur sagen. dieses Slack, ist das jetzt für alle verbindlich, oder? Ja, ich wollte nur fragen. Ja, oh hey, das wäre sehr gut. Hey. Da hinten sitzt der liebe Daniel, wir können echt mal, wir gehen zu dritt, wir machen alle Schröckert nach. Oh ja. Also wir machen Schröckert nach, du bist einfach Schröckert. Schröckert, und, dann gehen wir einfach abends weg und mal gucken, was passiert. Wer ist wer, man weiß es nicht. Nicht mehr. Episode 1 gefällt dir. Oh ja, gut. Oh, ja, gut. Ja. Das, was es sein soll. Donny, mach Donny, komm mal ganz Donny, kurz komm her, auf. Komm mal ganz Donny. Kurz her, Donny. Donny, 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 Donny. Donny, du kannst Donny auch ein paar Mitarbeiter nachmachen. Auch jetzt erstmal den Schröck, den einfachsten hier. Warte, mach in die Kamera. Ich soll hier auftreten oder was? Ich hab's überhaupt nicht verstanden. Ich meine, ich hab die ganze Zeit gesagt, das war meine Sendung. Warte mal, ich habe so die Patenzen drin, ich muss mal reinwachsen so ein bisschen. Natürlich, aber ich fange natürlich gerne an mit dem, den ich von Etienne gelernt habe. Also der Klassiker ist natürlich beim Schreck, der... Na gut, Harry Potter? Echt? Harry Potter? Echt? Na gut, wenn du meinst. Ja. Und dann kommt dann... Ja. Aber das Interessante ist, weil wir alle drei das so gemacht haben, das Geile ist, und ich arbeite ja schon lange mit ihm zusammen jetzt und mache die Sendung, und das Geile ist, dass er im ersten Moment dich anguckt und du denkst, du hast was ganz Schlimmes gesagt, so, also ich fand ihn nicht schlecht, ja. Ernsthaft jetzt, so, ne, und du denkst so, ja, hä, wieso, war doch nicht schlecht, der Pate, so ungefähr, ja, und dann kommt aber, nicht wie irgendwie, normalerweise würdest du einen Rant erwarten oder sowas, fällt dir ein, sowas gut zu finden? Ja, okay. Und das ist immer das, wo ich dann immer so denke, okay, da rechnet keiner mit, der macht das Psychoterror. Ich hab, oder auch gerne mal, wenn man einfach zu ihm sowas Normales sagt, wie wenn er fragt irgendwie, sag mal Donny, wo gehst du denn zum Essen hin? Und ich sag irgendwie so, ja, ich gehe hier Burger essen. Dann kommt echt so ein... so, was war das jetzt für eine Reaktion? Also warum kriege ich jetzt so ein... Und was ganz oft kommt, ist dann einfach nochmal die Frage stellen. Also das, was du als Antwort gegeben hast. Wenn du sagst, wo gehst du denn hin? Burger essen. Burger essen. Ja. Ja. Warum hast du mich nicht gefragt? Schröck, du hast jetzt alle drei Persiflagen gehört. In welchem erkennst du dich denn am besten wieder? Eins ist Eddie, Na, zwei komm, lass ist doch. Andreas lass doch immer und diese drei ist doch... Okay, wenn ich dich bin, werde ich sauer! Na? Nee. Zeigen. Jetzt ist die Stimmung am die Arsch. Halt, ist nicht im Bild. Eddie. Jetzt ist im Bild, die 1. Ist Eddie? Jawohl. Weiß ich nicht mehr. Habe ich Eddie oder Andreas ich gesagt? Keine Ahnung. Eddie. Die 1, gut. Ernsthaft, ja. Die 1. Wenn du meinst, ja. Ja. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ich habe fürchte den Faden verloren wegen dem ganzen... wen kannst du noch, Andreas, jetzt mal ganz ehrlich? Boah, da sind noch einige Off-Air-Leute, ne? Das wäre, glaube ich... Ja, mach super. Jetzt vielleicht dann nicht für alle lustige, aber mach einfach mal. Ich rate. Ja. Ich weiß es sofort. Eddie, kannst du mir das hinsetzen? Komm mal vorbei. Das ist Tim. Ja. Tim Herbinator, ja. Mach mal kurz Paul. Paul? Ja. Paul ist eher so ein visueller Gag. Das ist unser Regie-Dude. Ja. Der irgendwie, wenn du... Welche Kamera ist das denn? Dir, ne? Ja. Wie feiern bist mit ihm so um 5 Uhr, man versteht sich gut und er läuft vor einem, man macht irgendwie so einen halbstarken Gag, so, ne, 5.30 Uhr und dann kommt so, er raucht. Das ist 1:1. Das war ja grandios. Das ist 1:1. 1:1.
Das ist so geil, ey, bei der nächsten, die nächste Party brauchen wir nur noch Andreas einladen. Und dann einfach, mach mal bitte den, mit dem will ich jetzt reden. Fantastisch. Es ist natürlich, lieber Gwyn, du hast vollkommen recht. Wir sind wieder mal nur in unserer Bubble und machen uns